In diesem Video sprechen wir über eine Microsoft Power BI Vorlage. Mit diesem Layout hat man einen ersten wichtigen Baustein, um Daten aussagekräftiger und visuell ansprechend darzustellen. Wie man dieses Layout verwendet und was man damit machen kann, genau das sehen wir uns in diesem Video an. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Unter diesem Video findet ihr den Link zu diesem Power BI Layout. Dieses habe ich zusammen mit einer Anleitung in einer ZIP-Datei verpackt. Einmal als Demo-Datei und einmal als Empty- bzw. Layout-Datei. Die Demo-Datei soll euch einen Vorgeschmack bzw. einen guten Eindruck machen, wie dieses Layout mit Daten aussieht. Die Empty-Datei ist dasselbe, nur könnt ihr dieses nun für eure Daten verwenden und anpassen. Und wie ihr das macht, das sehen wir uns nun an. Ich habe nun bereits die Empty-Datei, das Grundlayout, geöffnet. Dieses wird mit drei Varianten ausgeliefert bzw. umfasst drei Arbeitsblätter. Einmal in der Form von drei Spalten. Wie ihr seht, besteht der Bericht aus drei Spalten. Es gibt auch die Variante von einem Slicer und einer Fläche oberhalb und einer Fläche unterhalb. Und dasselbe hier nur rechtsformatig. Wie ihr seht, habt ihr nun drei Möglichkeiten bzw. Varianten, wie ihr dieses Layout verwendet. Als nächstes möchte ich darauf eingehen, wie man dieses Layout mit euren Daten verwendet. Aktuell ist dieses Layout mit Daten aus der Northwind-Datenbank verbunden bzw. gefüllt. Ich kann ganz einfach unter dem Menü Daten transformieren, auf Daten Quelleneinstellungen klicken und erhalte nun ein neues Fenster, wo ich die Quellen ändern kann. Ich kann hier nun ein neues OData-Feed angeben oder auch andere Endpunkte. Wenn ihr stattdessen der OData-Verbindung eine Excel-Datei oder SQL-Datenbank verwenden möchtet, dann könnt ihr das ganz wie gewohnt über Daten abrufen und euch auf die entsprechenden Datenquellen verbinden. Anschließend erhält ihr die Tabellen bzw. das Datenmodell und könnt somit die einzelnen Elemente, wie sie hier angegeben sind, durch eure neuen Daten befüllen bzw. anpassen. Wenn ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.